Und zurück zu Aetherlord. Wir wollten mal schauen. Das hier funktioniert oder nicht? Sagt uns gleich das Licht. Wissen wir das? Ja, das brauche ich gerade überhaupt nicht. Ist ja traurig. Was ist das? Ja nichts. Zeit bekommen wir nur Blödsinn. Huiuiui, nur Blödsinn. Ne? Ist es nicht so, dass die uns da bestehlen? Wenn der tot ist? Nee. Oder wenn er beißt. Gehen sie bis jetzt. Warte mal, hier, wenn er stirbt, schaut hin, legt er gegen einen Zauberspruch ab, also doch. Wir lassen den trotzdem sterben. Dann, mein Freund. Obwohl, da hätten wir auf einen größeren warten können. Sag mal, wo sind denn unsere ganzen Kreaturen? Haben wir echt alles raus? Ja, ob das so eine gute Idee war, halte ich beinahe für ein Gerücht. Ja, wir lassen mal trotzdem. Den nieder. Dann können wir trotzdem uns Zaubersprüche holen, ne? Jetzt wird er übel. Jetzt wird er übel. Den kann man niederdrücken. Hier holen wir uns Zaubersprüche. Okay. Idee ist blöder. Wir müssen irgendwas machen. Weil. Ja, genau. Ne, das war. Na, in dem Fall war es nicht gut. Fällt mir gerade ein. In dem Fall war es nicht gerade gut. Wartet mal, der hat noch. Dann machen wir das. Wir kriegen ja eh den weg, den Zauberspruch. Wäre ja verschenkt. Der wird jetzt die lösen. Ah, noch einen her. Wie viel der rausbringen? Das ist der Wahnsinn. Kommt Gott sei Dank bei uns auch ein bisschen weg. Wir gehen vor. Wir müssen jetzt hier die Offensive. Aha. Nicht schlecht, mein Freund. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Dass du so drauf bist. Ja. Aber ein Biss konnten wir. Wird trotzdem übel stink. Okay. Den machen wir gleich. Hallo? Hä? Warum? Wieso kann ich den linken nicht? War der eben verrücktes?
Ah, das habe ich vergessen. Ah, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Wie viele Leute? 8. Moment. Geht es dann gleich mit einem Schwung? Das ist gut. Das war natürlich gut. Klonen. Und wieder die Qual der Wahl. Eine bessere Chance, die Spezialisierung des Helden funktioniert, wäre eine Idee. Artefakte im Kampf bis zu zweimal nutzen, das mache ich tatsächlich. Was ist das noch? Ja, das ist gut, aber ich möchte das, um ehrlich zu sein. Ich finde die Artefakte gar nicht... Obwohl, was haben, wir haben noch gar keine, oder? Ich war jetzt noch bei, um ehrlich zu sein, bin heute ein bisschen durch den Wind, wie immer. Ihr wisst ja. Arbeitstechnisch. Aber vielleicht ist es am Ende vielleicht doch nicht so schlecht. Aha. Was passiert denn hier? Ich muss diese Mission erfüllen. Die Festung muss um jeden Preis eingenommen werden. Aha. Okay, was war jetzt unser Ziel? Ich habe jetzt schon Ewigkeiten, also schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen außen vor. Hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Also gehen wir hier durch. Und... eine Feste wollen wir einnehmen. Was für eine Feste eigentlich? Aha. So was hier. Oh, Gibberlinge. Bah. Übel. Übles Ding. Übles Ding. Die sind unaufhaltsam, richtig? Und, was machen die noch? Ja. Ah, jetzt habe ich wieder genau das, was ich nicht brauche, oder? Egal. Ich möchte den nicht verlieren, um ehrlich zu sein. Oh, die haut hin. Haben wir keine Chance. Müssen wir anders machen. Weiß noch nicht wie. Uns fehlt der Wald. Der Wald? Der war gut. Was ist denn für eine Spezialisierung dazu? Ja. Nicht passieren ist natürlich super. Unaufhaltsam heißt doch, dass er nicht blockiert werden kann. Ja. Ja. Haben wir keine Chance. Und die Spezialisierung funktioniert einwandfrei, mein Freund. Sind schon wieder bei 16. Wir können den ja im Grunde nicht aufhalten. Das ist ja das Problem, ne? Das ist das Problem. Der macht ja dann 2, 4, 6 Schaden schon wieder. Das sind wir bei 10. Wie viel macht der? 3. Der auch. Hm. Übles Ding. Das werden wir so nicht schaffen. Danke. Ja. Hm.
Dann möchte ich den erstmal in die Schranke setzen. Ja, da kann ich wieder nichts. Oh man. Es fehlt irgendwie eine Ätherquelle. Weil wir die eben nicht blockieren können, wisst ihr? Ja, die Idee ist gut. Die sitzen jetzt alle dort, ne? Dann kommen wir auch mal zu Bespaß. Die Frage ist, hauen wir den gleich raus? Nehmen wir was mal. Das wird gut. Wieso sitzen die eigentlich dort? Weil die nur einmal. Wieso können die eigentlich nur einmal angreifen? Aha. Der muss die immer wieder mobilisieren. Mhm. Ja, der kann sich uns entgegenstellen. Das ist in Ordnung. Wir lassen es mal. Also wir greifen schon an. Ach nee, der kann uns nicht, weil wir sind ja fliegend. Also das passt schon. Aber der kann auch sein, dass er irgendeinen Zauberspruch hat, mobilisieren. Das geht natürlich ratzfatz. Deswegen. Und dann sind es 2, 4, 6, zack. Sind wir runtergebrochen. Deswegen will ich trotzdem mal Nägel mit Kopf machen. Weißt du? Ein halt mal zurück für alle Fälle. Das nächste Mal könnten wir vielleicht sogar, wenn der seinen Äther so nicht losbekommt, können wir dem den Äther um die. Auf null, oder? Das ist doch kein 10 hier, oder? Ich sehe es nicht. Das Ding hat bestimmt 2 Äther. Na, der muss aber, schaut hin. Der muss jede Menge bezahlen. Kann er wieder alles herhauen. Und hat sein Äther los. Nochmal! Wow. Und hat sein Äther los. Beeindruckend, mein Freund. Aber ist es beeindruckend genug? Ist es beeindruckend genug? Wie viel? 4. Nee. 3. Nee, wir machen es tatsächlich mal so. Und ich warte ab. Der wird nicht nochmal so ein Ding haben, oder? Ich meine, okay, braucht er jetzt zur Zeit nicht. Jetzt gibt er uns erstmal ein 2. Ja, ist in Ordnung. Ein 2er kann man leben. Wird wahrscheinlich seine Spezialisierung funktionieren. Yep. War klar. Interessanter Kampf. Alle malen, ne? Jetzt hat er 8. Reicht uns noch nicht ganz. Die Frage ist, ob wir ihn trotzdem raushauen.
Einmal darf er uns noch. Vier darf er uns noch wegmachen. Weil wir können ja nicht. Wieso? Mit einem anderen kommt er nicht her? Ach nee, der ist null. Ja, danke. Warte mal, was können denn die eigentlich noch? Ah, okay. Da muss man mal aufpassen, ne? Die haben ja auch noch so Fähigkeiten. Da muss man echt immer aufpassen. So, jetzt bin ich gespannt, was er jetzt macht. Erstmal nix. Und wir haben 9. Also müsste eigentlich passen, ne? Wir machen gleich. Wir hauen drauf. Und manche. Gut. Nein, also ich hätte dazwischen Befürchtung. Oh. Ganz gut. Was ist denn da? Vitali. Den schauen wir uns tatsächlich mal an. Mit dem, was wir haben, gerade, kann natürlich auch einfach sein, das wird nichts. So, dann Flohn. Kennen wir den nicht? Den kenne ich doch von unserer... Wir nehmen euer Angebot an. Ihr kriegt, so, was ja. Ihr wollt, wenn alles erfolgreich abgeschlossen ist. Dann werdet ihr sehen, wie die Nanosynthese euch bei der Gülleproduktion hilft. Ihr seid hochmütig, Synthet, aber meine Ergebnisse werden euch begeistern. Bitte geht doch hinein. Geht an der Gabelung nach links, um zur Festung zu gelangen. Dort gibt es eine Brücke, um den Sumpf zu überqueren. Die Tore werden von einem Helden bewacht, aber mit dem habt ihr leichtes Spiel. Geht möglichst unauffällig vor. Das heißt, unauffällig vor. Ich gehe einfach meiner Wege. Wir gehen schon mal voll unauffällig vor, indem wir hier den ersten Baumhirten angreifen. Regeneration. Danke für das Spektakel. Lass uns noch mal so, bis es nicht mehr geht. Ne? Aber das Ding kommt aber immer gleich am Anfang, ne? Ist ja Wahnsinn. Und der zweite? Oh, wirklich? Na, bist du weg. Ich glaube nicht, dass wir gegen den Baumherden... Oder nicht schon wieder. Ah, Lebenssinn. Juhu. Wie viel ist denn 0? Dann bist du weg. Da kommt der zweite. Und jetzt hat er 1. Aber er macht noch ein Leben. Traurig, wie oft die Spezialisierung von denen funktioniert. Er hat wieder 0, also hauen wir den auch um. Jetzt kommt er mit viel kleinem Geblumse. Aber viel kleines Geblumse macht am Ende auch 3 Schaden. Dann würde ich sagen, erstmal so. Damit können wir aber erstmal nur 1 abwehren. Ja. Und der hat jetzt Regeneration. Das ist übel. Regeneration ist übel. Klappt immer, oder? Wahnsinn, den Spezialisierung. Wartet mal, wir haben 1 abgenommen. Das ist 1 zu wenig. Dann.
Petition? Doch, ich mach's. Und ich... Ja. Ja. Bleibe. Ich muss erstmal bleiben. Das ist ja nichts. Mach mal eine. Ja, ich verstehe dich schon. Jetzt kriegt er immer und immer und immer mehr und kann sich halt regenerieren. Und den Aetherpool, den kriege ich mir kaum aufgebraucht und er schafft es halt immer zu sich. Ne? Das ist ein übles Ding. Das ist ein echt übles Ding. Ist es 3? Ne, 4 natürlich. Mit 2 kann ich gar nichts machen. Ja gut, ich kann's ihm dann als die Finger saugen. Das geht schon. Aber jetzt nicht. Wir lassen es nochmal auf uns drauf prasseln. Noch ein. Obwohl, den kriegt man noch mal hin. Den können wir noch mal in die Schranken weisen. Okay, einen kriegt er. Warte mal, wir können. Was können wir denn? Was können wir denn hier? Aufheben eines Zaubers. Ja, gut. Einen, der ihn niederhält oder sowas, ne? Das, aber ansonsten ist ja kein Zauber hier. Ja. Oder also den Gegner ein Zauber, ne? Ich sag nichts mehr dazu. Ich sag dir einfach nichts mehr dazu. Ja, es ist halt die Frage, ne? Wollen wir den tot machen? Oder... Wie viel hat er noch? Was bringt er noch? Bringt er noch was Größeres? Wo dich das eher lohnt? Kann natürlich auch sein, ne? Wie viel ist das? Probieren wir. Was ist fertig? Okay. So, was macht er jetzt? Bring noch einen. Er hat ja nicht genug von dem Zeugs. Ja! Da war der zu viele drin. Der hört gar nicht auf. Ich kann wieder, ich will aber nicht. Holen wir noch einen. Und da kommt noch ein Zauber dazu. Tatsächlich hat unsere Spezialisierung, sie hat gewirkt. Kann sie glauben. So, wir können 3, aber den werde ich jetzt auf... wieder in... Oh, noch ein! Okay, den können wir auch noch. Und... Nee, danke. Hast ja nicht genug. Er geht aber nicht her. Dann den richtigen jetzt, ne? Das ist wichtig. Ah, noch ein.
Wenn der Blitz kommt, bin ich ja trotzdem tot. Jetzt können praktisch, wie viel? 1, 2, 3 auf uns. Ich könnte einen vorschicken. Allerdings kann er den hochladen. Ich mach's trotzdem. Wir müssen ja mal beginnen, irgendwann. Na gut, dass es Fliege sind. Oh, er macht nichts mehr. Jetzt ist halt die Frage. Bringt er jetzt tatsächlich gar nichts mehr? Dann könnte man nämlich fleißig vor uns angreifen. Einer auf alle Fälle. Natürlich könnte ich runterdrücken. Machen wir mit zwei und halten wir noch einen in der Hinterhand. And let's hope the best. Ja, wir könnten. 9 ist nicht schlecht, aber er hat sich einen Aetherpool her. Es wird noch mehr. Also, gehe ich jetzt davon aus. Komm, wir machen mal. Wir haben es doch. Gerade. Obwohl, dann kann er sich sein Aetherpool wieder äußern. Aber mehr als 9 ist es erstmal nicht, ne? So, wir hauen wieder 2 vor. Oder 3, was denkt ihr? Ne, wir lassen. Es sind Schüsse. Obwohl, es kommt gleich der Blitzi. Es kommt gleich der Blitzi. Und der hat sich gut aufgerüstet mit seinem Blödsinns. Okay. Das ist gut. Was bekomme ich denn? Ja. Nett. Nimm es. Nimm ich. Dann habe ich jetzt alles nach vorne. Der ist jetzt 10, ne? Die habe ich eben drauf. Das ist mir klar. Was macht er? Okay, er macht nichts. Und ich kann ihm nochmal was draufhauen. Das mache ich gleich. Nett. Nett, mein Freund. Gute Arbeit. Achso, wir wollten noch schauen, was das mit dem Klon zu tun hat. Habt ihr natürlich schon wieder vergessen, ne? hier, ne? Erzeugen Sie eine Kopie der ausgewählten Kreatur, die Sie dann kontrollieren. Ach, wir haben das zweimal drin. Deswegen kommt das so häufig. Aber das haben wir nur einmal drin. Ich finde es im Grunde ganz gut. Wir machen es trotzdem. Wir machen nur mal als Schatz das Klonen rein. Irgendwie gefällt mir das. Was hat man noch bekommen? Ja, nee, aber was war denn das? Oh Gott, wir werden Kraft. Ach so, ja, in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das Gift hier, ne? Ach ne, die Kraft. Ja, kann man auch mal brauchen. Ach, wir haben immer noch nur die Fliege drin.
Ja. Solange es funktioniert, ne? Solange es funktioniert, lassen wir es mal. Sag ich. Und da könnt ihr auch anderer Meinung sein. Am Ende ist mir das egal. Diese von Urzeiten von Synthen gebaute Anlage kann schwächere Syntheten einen produzieren. Leider sind die Ersatzteile aufgebraucht, aber falsche Teile von. Kann die Anlage Macroma für sie produzieren? Wir schauen jetzt mal, ob wir das haben. Ich habe keine Ahnung. Oh oh. Was heißt das? Ah. Ja, jetzt wo ich gerade keine Macwürmer drin habe. Mein Freund. Sollten wir vielleicht Macwürmer reintun, ne? Ich habe, um ehrlich zu sein, momentan nicht geringste. Ich mag irgendwie nicht. So, machen wir das nächste Mal weiter, ne? Heute habe ich keine Zeit mehr. Und dann schauen wir, was. Oh. 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 Und vor allen Dingen, Fingus kann mich ganz schön auch mit Fliegenden niedermachen. Jeder Fingus, der vom Helden beschworen wird, kann sich regenerieren. Super, und das wird immer passieren. Ich sage ciao, ciao dabei.